Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Wir sind kurz davor vor der Lunchbox. So, da hat sich ein bisschen was getan. Ich hoffe, das haben alle verstanden, denn es hat sich was getan. Und zwar, hi! Ich bin noch nicht Stufe 10. Noch mehr Geld ausgeben. Alles klar. Ich gebe noch mal ein bisschen was aus. Was soll's. Ich habe übrigens in Discord die Chats sortiert. Wundert euch nicht, wenn alles so ein bisschen anders aussieht. Es ist jetzt weitaus gepflegter sozusagen. Ich habe jetzt Handel, Vault extern, Vault intern. Mr. Handy-Chat-Befehle und die Gilden habe ich alles jetzt voneinander getrennt, damit ich leichter eine Übersicht habe. Von all dem. Und das haue ich da hin. So. Sehr schön. Ich möchte gerne heute erstmal anfangen mit dem Überfall von Maulwurfsratten. Aber Evil ist ja da. Bisher läufst du nur, Evil. Geht doch. So, und zwar geht es darum, wir werden ein paar Sachen entfernen. So, zudem werde ich oder habe ich auch Sachen aus dem Shop entfernt. Zum Beispiel einen verbesserten Overall. Wieso sollte sich das irgendjemand kaufen, ne? Also so eine Billo-Sachen. Der hier ist übrigens jetzt auch im Shop drin. Und, schaffst du das, Evil? Hast du die Möglichkeiten dazu? Man weiß es nicht. So, bin ich unterwegs? Nein, bin ich nicht. Ich bin ja hier irgendwo noch am Start. Da bin ich. Und zwar habe ich hier ein neues Haustier. Liz! Jawohl, habe ich mir gekauft. Für eine Woche im Shop. Ich habe euch die Zeit gegeben. Jetzt kriege ich 19% Waffen und Outfits aus dem Ödland. Aber erst, wenn der hier fertig ist. Und bis dahin, wird es heute noch was? Die wird sowieso keiner kaufen. Die geben wir jetzt Evil. Die entferne ich jetzt auch aus dem Shop. So, Evil, du kriegst eine neue Waffe. Herzlichen Glückwunsch. Deine alte zerstören wir jetzt. So, und es gibt noch eine andere kleine Änderung. Und zwar, wir sind jetzt so weit fortgeschritten im Spiel, dass es für Quests jetzt keine Gratis-Kleidung mehr gibt. Jeder kann sie sich jederzeit herstellen. Es dauert wirklich nicht lange. Von daher ist das, glaube ich, ganz gut, wenn wir das jetzt so handhaben, dass wenn ihr auf eine Quest geht und ihr braucht da irgendeinen bestimmten Anzug, dann müsst ihr euch ihn bauen. So, das heißt, ihr könnt euch vorab natürlich jede Kleidung einmal bauen, dann habt ihr es hinter euch und ihr erwartet, bis eine spezielle Quest kommt. Ausnahmen sind natürlich die Event-Quests, ne? Alter, Evil. Ich dreh durch. Okay. Was soll's? Okay. Ich möchte zusammen mit... Jetzt finde ich hier nichts mehr, weil es alles anders aussieht. Mit Bruder ein paar Sachen zerlegen. Und zwar haben wir da zum einen Outfits. Mein Wrestler-Outfit. Das wird jetzt zerlegt. Kaboom! Zwei Garn, okay, ja. Gratis-Stuff. Zwei Klebeband. Vier Brahmin Leder! Ich bin der glücklichste Zero aller Zeiten. Alter Schwede. Mein Adelsoutfit. Ja. Nochmal ein Garn. Drei Baseballhandschuhe. Und drei Teddys. Ich bin glücklich. Ja. Und der Rotz. Der kommt jetzt auch weg. Den will ich nicht haben. Alter, ich hab alles zusammen. Ich habe einfach alles zusammen, Leute. Ist das nicht grandios? Finde ich auch. Finde ich auch. So, das zerlege ich jetzt auch. Verkaufen wäre wahrscheinlich besser gewesen, aber gut. Zack. Vier Teddys. Fünfmal dreieckige gefalte Flagge. Junge. Ich glaube, ich habe mein Geld gerade verzehnfacht, Alter. Guckt euch das an. 160 pro Ding. Ich habe 5 Stück bekommen. Alter. 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 Was ist denn los? Und ich kriege noch ein bisschen Geld, weil ich meine Kellnerin-Kleidung verkauft habe. Für 8. An die Vault. Aber gut.
Swingkleid ist sogar noch besser, ne? Haben wir überhaupt ein Mädel drin, was das tragen kann? Ja, haben wir. Die hat die A5-Rüstung drin. Hier nehmen wir die Kellnerin-Ausrüstung. Dafür kriegt die 9 erstmal verbesserten Overall. So, und jetzt kommen wir direkt zu Bruder. Bruder möchte nämlich sein 10-Pennies-Outfit zerlegen. Wo ist denn das? Hast du es etwa an, Bruder? Oder hat das dein zweiter Mann an? Ich glaube, sein zweiter Mann hat den an. Wo ist denn der? Dich habe ich eigentlich nicht gesucht, aber ja. Ach, den haben wir hier unten hingestellt, ne? Da, Tempennys Outfit. Okay, dann zerlegen wir es mal, Kollege. Mal gucken, was du rausbekommst. 3 Teddys. Und 3x dreieckige gefaltete Flagge. Sehr schön. Nicht so gut wie ich, aber niemand kann so gut sein wie ich. Oh, das hat wieder ein Dislike verdient, Alter. So, was haben wir denn da? P ist fertig, nice. So, wir müssen uns auch irgendwann mal dran machen, neue Bewohner wieder zu zeugen. So, das dazu. Und jetzt, wenn ich schon mal hier bin, gucken wir mal ganz... Nee, das wollte ich nicht sehen. Das wollte ich sehen. Oh, 50er Kleid. Wieso ist das blau? Achso, weil es blau ist. Ah, es ergibt Sinn. Es ist blau, weil es blau ist. Nein, ich kann es noch nicht herstellen. Wieso sind da schon wieder Lücken? Ich verstehe es nicht. Okay. Der Anzug, den ich suche, der ist bestimmt in so einer Lücke drin. Oder ich habe ihn übersehen. Schlafanzug. Da. Was? Nein. Ich bin so blöd, ne? So. Wo ist das Ding? Da, das hier will ich herstellen. Ich habe 4 Brahmin-Leder. Nice. Das heißt, ein Brahmin-Leder kann ich verkaufen. Es kostet mich 300 Kronkorken und dauert 8 Stunden. Das heißt, ich kaufe mir jetzt für morgen. Ich will jetzt die Folge deswegen nicht unterbrechen, das wäre unfair. Weil ich kann ja jederzeit alles sofort machen, aber ihr nicht. Deswegen mache ich das morgen. Ich kaufe mir also 3 Lupen, 2 Spielzeugautos und wie gesagt, wer ein Brahmin-Leder kaufen möchte, das könnt ihr bei mir machen. Ich mache mal hier ein bisschen Werbung. In beim Schwarzen Brett findet ihr meinen persönlichen Shop. Da biete ich Dinge an für gewisse Dienstleistungen und oder Geld. Und natürlich auch Ressourcen. Das heißt, wir können tauschen. Und speziell auch Stimpacks. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Brahmin-Leder für 300 verkaufe, könnt ihr mir auch einfach 3 Stims geben. Oder was anderes, was einen Wert hat, der etwa dem entspricht. Was ich auch möchte. Ne? Gut. Nur Werbung für mich. Es gibt auch Vorteile. Ich habe zwar Nachteile, aber ich habe auch Vorteile. So. Muss ich kurz gucken. Wer ist das hier? Die 11 und die 2. Hier haben wir Vault Explorer und unseren Vault Explorer. So, das ziehst du mal aus, Junge. Sehr schön. Und dann holen wir mal Pyro zurück in die Vault. Ah, stimmt, das hat er schon bekommen. Das auch. Normale Gegenstände verkaufen. So, du bekommst von mir noch einen Gidea Buttercup, eine verbesserte Kampfflinte und dieses Filmfan-Outfit. Herzlichen Glückwunsch. Zack. So, Monkey's Hass läuft noch. Aber nicht mehr lange. Sehr gut. Die nächste Lunchbox will ich haben. Hast du mich verstanden, Monkey's Hass? Ich will sie haben. Wenn der es schafft, 1,5 Tage durchzulaufen, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich 2 laufen. Na gut. Maxi. Und Lordi. Wollen wir mal loslegen, würde ich sagen, ne? Erforsche Vault 317. Let's go. Okay, das wird den Rest der Folge dauern. Wunderschönen guten Morgen.
So begrüße ich auch immer meine Feinde. Guten Morgen! Oh, ups. Ganz kurz mal rüber swipen. Ah, der Bruder sucht Braminleder. Also, Bruder, du suchst Braminleder. Zufälligerweise habe ich Braminleder. Und ich habe gehört, du hast Stimpaks. Ich tausche. 3 zu 1. Willst du aufhören zu sterben, Lord? Dankeschön. So, ein Globus schon mal. 475 Kronkorken bereits. Das dreht ja hier schon langsam durch, ey. So, und natürlich, wer schon auf so einer Quest war, der darf nicht nochmal. Das heißt, wir wollen so viele wie möglich aus unseren Roleplayern mitnehmen, wie es geht. Wenn sich keiner mehr meldet, könnt ihr das natürlich auch machen. Nochmal machen. Ansonsten. Und die letzte Quest, die werden natürlich unsere Vault Explorer versuchen hinzukriegen, obwohl die wahrscheinlich nicht den Level hoch genug sind. Vielleicht sollte ich sie gleich mal rausschicken. Wäre, glaube ich, eine Idee, ne? Ja, wir schicken sie gleich mal raus, dann holen sie sich Ausrüstung, damit sie für den ersten Job, den sie haben, und zwar diese Questreihe zu beenden, gewappnet sind. Ich sag jedes Mal, Leute, geht zu dritt. Ihr seht doch, wie knapp das ist. Das sind, Leute, das sind nur Kakerlaken. Und vor allem haben sie ihre eigenen Stims in Anspruch genommen, anstatt die von der Vault. Ich meine, mich juckt's ja nicht, ne? Solange sie es schaffen. Solange sie es schaffen. Just saying. Wow! Oh, hier gibt's auch so ein bisschen was an Stuff. Komm, wir machen Crit, das dauert zu lange hier. Deswegen will ich, dass ihr mit 3 Leuten rumlauft, Leute. Es dauert einfach zu lange. Und wenn ich nervös werde, dann hau ich die Crits raus. Wenn ich nervös wäre, dann kriege ich die Crits nicht mal hin. Wollt ihr, dass ich nervös werde? Nice. Gut, nächste Etage. Es ist so groß. Und ich weiß nicht, ob die es schaffen. Aber wenn die es nicht schaffen, dann bin ich böse auf euch. Das, Leute, das macht Geiz aus Menschen. Seht ihr diese trostlosen Gesichter? Wie sie Angst verspüren, weil sie nur noch 16 Stims haben? Ich hoffe, das wird reichen. Also ich vermute mal, dass Cleon Klaasbar nicht mehr ganz so einfach ist wie die Valentizax-Quest, ne? Die Valentizax-Quest, die ging ja easy da vorbei. Na gut, da waren wir auch zu dritt. Keiner steht vom Level up. Wenigstens könnt ihr euch ja freuen über die Kronkorken. Ja, ich habe da ein Viech vergessen. Geh zurück! Geh zurück! Hallo? Wie denkt nach? Nein! Weißt du, kaum klicke ich da oben hin, dann geht's wieder, oder was? Ah, wahrscheinlich waren sie im Spiel quasi noch in diesem Raum, aber eigentlich schon im Fahrstuhl. Ah, für einen Garn hat sich jetzt der Stress nicht gelohnt. Oh, ich dachte gerade, das Items. Oh, oh. Leute, kümmert euch um die Mutti. Die ist momentan wichtiger. So, verbleiben noch 14 Stims. Komm, hauen wir die Crits raus. Anscheinend ist Baxi auch. Ja, Baxi ist ziemlich crit-freudig. Ja, ein bisschen right away, immerhin. Immerhin ist das Ganze jetzt nicht ganz für den Arsch. Oh, gratis Zeug. Oh, oh. Maulwurfsmutti. Ja. Jetzt haben wir ein Problem. Oh, die Mutti, die hält so viel aus. Und da kommen gleich ganz viele von denen. Oh, Leute. Macht sie platt. Wo ist dein Crit? Lodi, nein. Baxi. Hau deine Crits raus. Ich weiß, du hast gerade eben erst einen Crit rausgehauen. Ah. Aber es wird Zeit. Wenn man einen Crit hat, dann benutzt man automatisch einen Stim, wenn man in Not ist. Das ist gut zu wissen. Das hatten wir schon mal, ne?
wo wir dieses große Rätsel um diesen Stimpack hatten, was benutzt worden ist. Ein Nuka-Cola. Schreie, Musik, jemand, der zur Musik schreit. Den fand ich gut. Noch eine Muni. Nee, noch mehr Ratten. Ich dreh durch. Sollen sich mal verziehen. Das könnte ausreichen. Oh, hier ist noch so viel. Wer weiß, was hier noch kommt. Also wenn hier die Stufe 1 schon so schwer ist, Leute, dann geht auf Stufe 2 bitte zu dritt. Ich denke, dass die das noch schaffen werden. Vor allem, wenn sie noch Stimps finden, was ich hoffe, dass sie tun. Aber man weiß es nicht. Komm, das lohnt sich jetzt nicht, der Crit. Okay, Wo sind die Desinfektionsmittel, wenn man sie braucht? Ja, das waren die Idioten, die alles leer gekauft haben, weil sie denken, oh, Grippe. Komm, hier wird es Zeit für einen Crit. Komm, nimm den Lebendigen da. Und dann klatsch den weg! Seht ihr? Und schon haben wir diese Corona-Scheiße auch im Spiel. Der Virus, er hat mein PC angesteckt. Was haben wir denn da? Ein Stim! Und weg ist er. Oh nee, das war ein Level-Up! What the fuck? Okay, hier gibt es auf jeden Fall ziemlich viel Erfahrung. Der war noch am Anfang. Hätte ich nicht gedacht. Na los, Leute. Die letzten 3 Ebenen. Nicht so gut. Ist nicht so gut. Erik Gobrak. Ne, Erin Gobrak. Was heißt das? Komm hier. Theo kriegt wieder eine wüse Finger. Wo ist meine Siri, wenn ich sie brauche? Nee, nicht Siri. Wie heißt die Trulla nochmal, die andere? Hans-Dieter Wurst. Alexa. Ich habe zu viele Frauen hier im Haushalt. Ich bin so ein Pascha, Alter. Ja, das sind aber die Hälfte meiner Frauen hier in diesem Haushalt Roboter. Sollte mir vielleicht zu denken geben. Über die Hälfte. Das ist schon irgendwo ein bisschen traurig, oder? Wir sind jetzt in... Ja, in diesem Haushalt sind 2 Roboter und 2 Menschen. Also Roboter. Das sind KIs eigentlich. Ihr wisst schon. Künstliche Intelligenzen. Darauf muss ich euch nicht hinweisen. So. Nochmal 2 Stems. Ja, ich denke... Der grobe Part war tatsächlich das hier. Jetzt laufen wir... Ah, ich hab dich gesehen. Ich hab dich da gesehen mit deinem kleinen Guffelbein. Da seht ihr das, wie er sich versteckt. Da will er nicht gelootet werden, aber kannst knicken. Ich loote dich gleich. Okay, noch ein Crit. Du reißt es, Bugsy, du reißt es. Boom! Dafür hast du dir einen Stim verdient. Und du auch. So, 11 noch übrig. Wir gehen aber kurz zurück, bevor ich den hier vergesse. Hat sich gelohnt. Und ich habe nicht mal Geburtstag, ja. Also wenn du so eine Scheiße zum Geburtstag bekommst, dann würde ich mich auch nicht drauf freuen. Stell dir vor, du kriegst zum Geburtstag einfach so ein Stück Holz. Hey, guck mal, mein kleines Söhnchen. Das macht, wie viel Schaden? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hier hast du was Rostiges. Schneid dich nicht dran, sonst stirbst du. Oh, Crit. Lordi ist auch mal dran. Gib mir das, was da drin ist. Was man hier alles so draußen findet, ja. Papiere. Sehr wertvolle Papiere. Okay, 2 Ebenen noch, Leute. Das kriegen wir hin. Das war ja enttäuschend. Klee sollte doch nur 3 Blätter haben. Aber alle Proben hier haben 4 Blätter. Muss eine andere Pflanze sein. Verdammtes Pech. Komm, wir gehen wieder nach Hause.
Verdammtes Pech. Oh, den fand ich gut. Oh, den fand ich sogar richtig gut, Alter. Ey, weiß, die schlechten Witze, die gefallen mir am meisten, aber trotzdem. Weil die guten, die weiß ich nicht zu schätzen. Verdammtes Pech. Ich habe alle vier Kleeblätter, was soll denn das? No. Ja, dafür liebe ich Bethesda. Die haben richtig guten Humor drauf. Genau, wonach ich gesucht habe. Ach, du hast danach gesucht, ja. Bitteschön. Noch mehr Kakerlaken. Hui. Ah, ich denke mal, das ist jetzt auf jeden Fall drin. Ja, 13 Stims, also das ist drin. Ja, 12 Stims, sagen wir 12 Stims. Das ist natürlich ein bisschen Verschwendung. Die Frage ist, wird es sich im Endeffekt lohnen für euch? Wie viel Kronkorken habt ihr bekommen? Zeig mal her. Ah, ich denke schon. Ah, doch, lohnt sich. Hätte ich jetzt irgendwie nur 500 da gehabt, dann würde sich das nicht lohnen. Habt ihr glaube ich, dann zu viel verbraucht. Wobei, eigentlich müssten Stims teurer sein. Weil bisher tut es viel zu wenig weh, Stims zu kaufen. Wie wäre es, wenn wir die Stims auf 100 packen, Leute? Was sagt ihr dazu? Schreibt mir in die Kommentare, schreibt es auf Discord. Sollen wir die Stims um 50 teurer machen? Und die Reds? Natürlich auch, ja, die Reds auch. Soll beides 100 kosten? Das ist hier die Frage. Weil es tut halt zu wenig weh. Es sollte mehr weh tun. Du hast den Falschen anvisiert. Naja, wobei. Ich lasst es euch entscheiden, weil im Early Game scheint es vielleicht noch billig zu sein, aber ich denke mal im Late Game, wenn die Sims wirklich so wie ein Wasserfall aus euren Taschen sprießen, dann ist das nicht mehr so cool. Und übrigens, die können jetzt beide auch ruhig verrecken, wir haben die Mission anscheinend schon geschafft. Deswegen, Leute, haut die Todeskralle raus. Todeskralle! Guck mal, kleine drei kleine Todeskrallen. Seht ihr das? Wie brutal sie aussehen. Diese Hörner. Diese Todeskrallen haben nur vier Gliedmaßen, ne? Tun wir einfach mal so, als wäre das hier ein Schwanz. Es gibt halt Exemplare mit zwei Schwänzen. Oh, was haben wir denn hier? Oh, einen leeren Raum. Ja, Mensch. Checkpoint. Todeskralle! Ich will endlich die Todeskralle sehen. Ich habe ein Gefühl, dass zu wenig Todeskrallen in diesem Spiel existieren. Ja, komm. Put. Schlag ihn. Mach ihn kaputt! Los, Last Man Standing. Hau raus jetzt. So, Ausbeute. 7 Redway. Ihr habt einiges an Stims verloren. Hättet ihr hier wirklich keine Stims gefunden, wärt ihr wahrscheinlich bis zu diesem Zeitpunkt nicht bis dahin gekommen. Aber gut. Designfragmente. 2370 Kronkorken durch 2. Dies hier kann ich nicht durch 2 teilen, aber da Bugsy die größte Arbeit geleistet hat, kriegt er natürlich auch noch diesen einen Teil dazu. Und jetzt gucken wir nochmal, ob ihr irgendwelche blauen Sachen gefunden habt, die irgendwie von Wert für euch wären. Wenn es denn mal fertig wäre. Ha! Ein Globus! Nice, dann kriegt den Globus Lordi. Passt das schon? Ihr seid ja ein Team, ihr könnt zwischen euch aufteilen. Seid mal nicht so geizig. So, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Und dann machen wir den anderen Rest. Haut rein, euer Seo. Tschüss.